Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist heute Samstag und ich bin gerade nach Hause gekommen, denn ich war heute auf der Spinnenbörse. Und ich denke, ich zeige euch das mal ganz kurz und später komme ich noch um die Terrarien. Das mache ich heute Abend ganz in Ruhe. Das heißt nochmal besser. Und ich habe Asseln gekauft. Heißt, alle, die jetzt Probleme haben mit Spinnen, bisschen vorskippen am besten. Vielleicht so eine Minute oder so. Genau. Heute wird es ein bisschen spinnig. Ich schaue mal, ob man hier überhaupt genug Licht hat in meinem wunderbaren Schlafzimmer. Also hier sind kleine Asseln drin. Ich glaube, die sieht man tatsächlich nicht so wirklich. Also da ist zwar eine dran, aber ja, man sieht es vielleicht so ein bisschen auf dem Baumstämmchen da. Auf dem Stück Holz, da sieht man so ein bisschen das Orangene da drin. Hoffe ich. Da auf jeden Fall. Ich zeige jetzt auch nicht alle, sondern die, die man auch wirklich sieht. Da ist eine, die Versicolor. Und mein Highlight ist die kleine Stürmi. Wo sitzt du denn? Wo sitzt sie denn? Da sitzt sie. Da in dem Eck. Man sieht es, spiegelt so ein bisschen. Da. Der kleine Flusen da. Genau. Also ich werde den, wie gesagt, später noch Terrarien basteln. Ich muss eh den Keller den heute aufräumen. Unbedingt. Ist ja jetzt langes Wochenende. Kommt auch hier hoffentlich jetzt endlich das Regal hin. Und ja, dann kriegen die alle schöne kleine Terrarien bzw. Behälter. Ich weiß nämlich nicht, ob ich für alles noch, also für alle Größen noch Terrarien da habe. Ich wollte mal ganz kurz gucken, weil die Spinne hat nämlich auch noch kein Namensschild, genau. Namensschild, die mache ich dann auch noch gleich noch fertig. So wie sich das hier auch gehört, ne? Und das zeige ich euch später. Montag, Hallöchen. Gestern ist gar nicht so viel passiert. Das Größte, was passiert ist, dass diese Riesenmonstera hier hergezogen ist ins Büro. Passt sie hier wirklich hinein, weil sie so komisch wächst. Ich hoffe, die nächsten Blätter kriegen wir das jetzt mal hin. Weil das da hinten will einfach nicht sterben. Das ist also das da ganz hinten auf dem Sitzer irgendwie da. Und sonst wäre die nämlich einfacher zu stellen. Dann kappen will ich es aber auch nicht, weil das noch so ja, kaum braun ist und voll intakt und so. Ja, immer. Genau. Die Katzen sind ein bisschen stinkelig. Und ich habe hier schon ein bisschen Ordnung gemacht. Deswegen sind hier auch die neuen Spinnen raus. Die stehen jetzt im Flur, weil es da minimal wärmer ist. Ich wollte mir hier nur das Regal bauen. Genau an diese Stelle hier, wo gerade noch meine Kleiderstange steht. Die wunderschön hässliche. Dann ist schon wieder Chaos. Und das Regal baue ich gleich. Ich war nämlich gerade noch unterwegs und habe Eier besorgt. Ich hatte, also ich koche ja hier komplett vegan und backe auch sehr oft vegan. Außer so meine Standardsachen, bei denen ich mich noch nicht so ganz ans Vegane traue. Und das muss halt jetzt gelingen, weil ich das für morgen für meine Kollegen brauche. Und da kann ich jetzt keinen Testlauf starten mit, auch wenn es nicht schmeckt, ist nicht schlimm. Sondern das muss jetzt schmecken. Deswegen gibt es das jetzt diesmal, sage ich mal, in herkömmlich mit Ei. Aber ich war gerade noch auf einem Hof. Ich kaufe ja immer nur die Freiland-Bio-Schieß-mich-tot-Eier und war jetzt gerade auf einem Hof und die waren so knuffig. Die waren so knuffig. Hier bei uns auf der Alp habe ich Eier geholt und die waren so niedlich. Die so, ja, haben Sie Kinder? Sage ich, nie. Und der Mann schon so, ah, siehst du das Kennzeichen? Die studiert bestimmt. Und ich so, ja, schon, aber nicht mehr hier. Ja, haben wir noch ein bisschen geschwätzt. Genau, jetzt läuft schon die Spülmaschine, hat man schon wieder Grund und ich mache mir jetzt ans Backen und ans Regal. Und ich habe überhaupt keine Lust eigentlich, aber es muss fertig werden. Ich habe auch schon ein Schildchen geschrieben für den Indoor-Garten. Den werde ich aber wahrscheinlich in ein extra Video packen, denn da fange ich heute Nacht wahrscheinlich schon an. Ich weiß aber noch nicht genau, wie viel ich da schaffe und ich bin so froh, wenn ich so zur Vorsorge gehe. Hatte heute Nacht einfach einen Albtraum, dass mein Friseur gesagt hat, er hat keine Zeit für mich und ich das wie meine Haare nicht gemacht kriege. Soweit ist es schon. Ja, nennt mich eingebildet, aber soweit ist es schon. Und ich habe heute noch Kastanien besorgt. Da habe ich auch noch ein DIY vor. Zeige ich euch dann auch im nächsten Vlog, denke ich. Ich habe gestern einfach nichts gemacht und deswegen ist es heute voll. Aber egal. Wir sehen uns später, wenn ich das Regal gebaut habe. In Hoffnung, es klappt. Bin mir nicht sicher. Dienstag, Hallöchen. Es steht so einigermaßen, wie man vielleicht sieht. Mein Problem ist tatsächlich so ein bisschen, dass diese Tierstücke, die auch hier unten sind, oder hier vielleicht, wo man ein bisschen weniger Druck hat, da sind, das Gewinde irgendwie mal in die gleiche Richtung läuft. Nicht, dass ich die Stange oben nicht so richtig festkriege. Ich lasse es jetzt mal so. Morgen kommt eh mein Papa. Das Hintergrund ist übrigens Emma. Emma, hörst du auf? Oh, ich sag's euch. Ist das anstrengend mit Emma? Nein, das war gar nicht. Lass jetzt so stehen, bis mein Dad kommt. Denn wird der im Rad gefahren. Da kommt oben auch noch ein Brett drauf. Das machen wir dann auch zusammen, denke ich, morgen. Das ist einfach am einfachsten, wenn jetzt eh morgen kommt. Aber soweit steht es ja erstmal. Und ich habe Kastanien gesammelt.
Die werde ich jetzt auch die Tage fertig machen. Aber ich würde jetzt sagen, ich verabschiede mich bei euch quasi. Und wir hören uns am Samstag mit, ich weiß noch gar nicht was, oder nächste Woche Dienstag.